Yeah, ich hab genau 15.000. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich soweit. Heute fahre ich ATR Against the Road besuchen in seinem Laden und hole mir da mein Senna 20S ab. Navi sagt 1 Stunde 36 Minuten. Mal schauen. Ich werde keine Autobahn fahren, sondern nur Landstraße, weil ich irgendwie keinen Bock habe, entweder zwischen den LKWs zu hängen oder halt die ganze Zeit im roten Drehzahlbereich zu fahren. Also fahre ich Landstraße. Kennt ihr das, wenn ihr euch auf etwas freut und das noch halt so ein, zwei Wochen hin ist, dass die Zeit überhaupt nicht vergeht, dass sich die Tage echt so elendelang hinziehen? Oh, ein matsches Eichhörnchen lag da gerade. Und so ist mir das auch gegangen. Also nicht wie dem Eichhörnchen, sondern dass sich die Tage so elende hingezogen haben. Seitdem das feststeht, dass ich heute mir das Teil abholen fahre, habe ich mich darauf gefreut. Und jetzt musste ich auch noch 8 Tage am Stück durchackern. Und diese Tage sind überhaupt nicht vergangen. Und ein Tag beschissener als der andere. Aber es ist natürlich, wenn man nachher weiß, dass nur noch ein paar Tage sind, bis es denn losgeht. Dann ist es nachher auch egal. Gestern wusste ich dann ja auch, ich muss nur noch den Tag überstehen und dann habe ich es geschafft. Was ist denn hier los? Junge! Ja, fährst du Gelenkbus oder was? Oh, ey. Ist ja nicht nur so, dass ich mich freue, ein neues Spielzeug zu haben. Nee, ich freue mich ja auch, dass ich es endlich mal hinbekomme, ATR persönlich kennenzulernen und den mal zu treffen. Ja, ja, lass alle raus. Warte, ich fahre auch noch mal rein, komm raus, kannst mich auch rauslassen. Es kann doch nicht sein, ey, ich komme hier nicht voran. Scheiß Navi, warum schickst du mich auch hier lang, ey? Ich bin ganz woanders lang gefahren. Wo weniger los ist und mir keiner auf den Sack geht. Ich krieg hier noch Aggression, ey. Was macht ihr denn da vorne, ey? Ja, ich habe vorhin schon mit ATR geschrieben, bevor ich los bin. Er meinte, ja, Hamburg-Pinneberg, 14 Grad und Sonnenschein. Ja, Kiel bietet natürlich knapp über 10 Grad und das hier. Da freue ich mich doch umso mehr, jetzt dahin zu kommen. Hoffentlich ist die Sonne auch noch da dann, weil es ist nicht bereits schon dunkel. Aber irgendwie komme ich hier nicht voran. Eine Ampel nach dem anderen, irgendwelche Idioten, die auf der Straße parken oder Baustellen. Oh.
Ich habe gesagt, ich müsste spätestens 13 Uhr da sein. Und da hatte ich mir alle schon nach hinten gutes Zeitpolster gelassen. Jetzt muss ich ja froh sein, dass ich das bis 13 Uhr überhaupt schaffe. Und das nicht eher 13:30, 14 Uhr wird. Naja, vielleicht können wir ja unterwegs noch ein bisschen Zeit rausholen. Mal schauen. Hab mir auch extra noch einen zweiten Akku für die Kamera mitgenommen. Und mein Handy habe ich auch extra nochmal aufgeladen. Nicht, dass mir der Saft alle geht unterwegs. Was ist eigentlich heutzutage los, ey, dass sich nur noch alles um Akkulaufzeiten dreht? Oh, hast du mal ein Ladegerät? Mein Handy ist gleich alle. Als ich noch Kind war, da hatten wir sowas wie Handys gar nicht, ey. Oder Akkus. Akkus, sowas kannten wir gar nicht. Wir sind noch an die frische Luft gegangen. Aber frische Luft, sowas kennen ja die wenigsten heutzutage. Ich habe als Kind noch fast ein Auge verloren beim Spielen. Weil mir einer so ein komisches Bobbycar, so ein zerbrochenes aus dem Sperrmüll an die Birne geworfen hat. Und ganz knapp unter das Auge getroffen hat, so halben Zentimeter bis Zentimeter. Das waren noch Erlebnisse. Ich weiß, ich will jetzt nicht kollektiv dazu aufrufen, dass ihr rausgehen sollt und euch gegenseitig Sperrmüll in die Fresse werfen sollt. So ist das ja nun nicht, aber ich mach ja nur, ne? Kann ja nicht sein, dass sich alles nur um Akkulaufzeiten dreht. Eigentlich ist auch scheißegal, wenn das Navi auf dem Rückweg nachher nicht mehr geht, weil das Handy alle ist, dann muss ich halt gucken, wie ich zurückkomme. Kann ja einfach mal Schilder lesen. Oder fragen. Früher hat man gefragt. Solange wie ich einen Führerschein habe, habe ich nicht einmal nach dem Weg gefragt. Ich überlege, wenn wir früher weggefahren sind, dann hatten wir eine Karte dabei. Der Beifahrer hat die Karte gelesen, hat gesagt, wo es lang geht. Ja, und wenn eine Baustelle war, hat man sich halt auf der Karte eine andere Strecke gesucht. Oder man ist angehalten und hat gefragt, wo man denn gerade ist. Manche kommen ja heutzutage ohne die elektronischen Helferlein gar nicht mehr klar. Mein ist natürlich bequem und angenehm. Ich benutze es ja auch, wie man sieht. Aber irgendwie verblödet man dadurch ja auch ein bisschen, ne? Wenn man die Birne nicht mehr zum Denken benutzen muss, sondern nur noch auf den Bildschirm guckt. Irgendwie sind wir doch alle so ein bisschen Sklave unserer elektronischen Geräte. Das scheiß Wasser her hier, ey. Spätestens wenn irgendein Handyhersteller Betriebssystem namens Skynet entwirft, ist sowieso vorbei hier mit lustig. Neumünster. In Neumünster habe ich mein Bike gekauft. Voll der See hier, ey. Gar nicht mal so klein das Ding. Oh, Bad Bramstedt. Ich glaube, das ist Mojo seine Hut hier.
Aber den werden wir nicht zufällig sehen, weil der hat sein Bike ja komplett zerlegt. Der ist ja wieder am Basteln, der Junge. Alter, ich muss mal hier rechts ranfahren. Der gute Ice-T hat mir natürlich wieder eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Der hat mir das super Timing. Und jetzt sehe ich auf dem Navi nichts mehr. Mann. Jo, danke Ice-T für die Nachricht. Wegen dir musste ich jetzt umdrehen. Aber ich muss sagen, vom Wetter her sieht das hier auf der Ecke wirklich besser aus als in Kiel. Vielleicht sehen wir ja sogar noch die Sonne. Ich glaube zwar nicht dran, aber die Hoffnung besteht. Ey, ich glaub das ja nicht. Hier scheint wirklich die Sonne, ey. Ja, also wir müssen es jetzt ungefähr 13 Uhr haben. Normalerweise wollte ich jetzt eigentlich schon da sein, aber wir haben noch ja, knappe 20 Kilometer vor uns. Scheißverkehr. So, wir sind jetzt in Pinneberg. Na, wie gesagt, nur 6 Minuten. Naja, mal schauen. 2,5 Kilometer. Dann sind wir da. Was? Sich verarschen. Will das Ding mich verarschen? Alter, ist das hier verwirrend, die Straßenführung. Ah, da. Junge. Na, ich werde jetzt mal reingehen, ein bisschen mit ATR kuscheln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, warum geht das jetzt nicht weiter da? So, erstmal willkommen zurück. Ja, ich war jetzt geschlagene 4 Stunden bei ATR im Laden. Ja, haben uns die ganze Zeit nett unterhalten. Ja, super Typ, möchte ich mal an der Stelle sagen. Geiler Macker. Ja, Panzerkommandeur Pinky bewacht jetzt mein Senna. Und jetzt geht's ab nach Hause und dann wird das mal so ein bisschen ausgetestet und versucht und rumprobiert. Ja, da es ja jetzt schon dunkel wird, haben wir überlegt, ich war kurz nach 1 da, jetzt haben wir es gleich 5:30. Ja, ne, läuft, sag ich mal so. So, hier glaube ich, muss ich rechts abbiegen, ja. Fahr jetzt auch ohne Navi. Haben wir jetzt einfach mal ganz stupide den Weg erklären lassen. Das Thema hatten wir ja auf der Herfahrt schon. Fahr jetzt auch Autobahn, weil es halt so dunkel ist und da kommt ein Krankenwagen. Ja, nee, dann wollen wir mal schauen, was das Senna denn so alles bringt und was man damit anstellen kann. Jetzt muss ich erstmal wieder nach Kiel kommen. Aber wenn du überlegst, 4 Stunden nur gesappelt. Hammergeil.
habe auch gesagt, ich muss auf alle Fälle nochmal wieder herkommen. Wir haben ja noch nicht den Gesprächsstoff komplett ausgereizt. Naja Leute, ich werde mich mal an der Stelle einfach schon mal verabschieden. Das wird jetzt sowieso noch langweilig. Also, dann sag ich mal, haut rein, grüßt die Enten und tschüss. Und liebe Grüße an Against the Road. Haut rein. Abonniert mich. Abonniert mich. Ja.